Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ostwind Aris Ankunft. So, wir hatten letzte Folge diese, ja, doch inspirierende, finde ich zumindest inspirierende Rede von Mika, die sie Ari gehalten hat. Und es geht jetzt weiter. Wir haben hier noch eine Nebenmission bei der Kirche und hier bei der Tankstelle und hier hinten beim Bahnhof. Das sind die Lieferungen von Jenny, die wir ausliefern sollen. Wir haben aber jetzt hier noch, es geht noch weiter mit den Zielscheiben. Der Hindernisparcours hier, der läuft weiter. Wir hatten ja letzte Folge den Hindernisparcours zu Fuß und jetzt geht es dann auch noch auf Ostwind weiter. Denn wir wollen ja Frau Kaltenbach irgendwie aus dem Kurzentrum rausholen, beziehungsweise ihr erzählen, was auf Gut Kaltenbach gerade alles falsch läuft mit Isabel, von der sie eigentlich ja eine relativ hohe Meinung hatte. Und sich natürlich Isabel bei ihr immer sehr eingeschleimt hat. Oh. Okay, da muss ich ein bisschen weiter weg. Da kann ich mich mal hier ins Gemüse stellen. Okay, und jetzt da oben die, also ganz ehrlich, wie die angebracht im Baum, wie die angebracht sind im Baum. Halt, warte mal, war da nicht da oben auch noch eine? Keine Ahnung. Scheinbar nicht. Ach, ich bin schon wieder am Zaun hängen geblieben. So. Aber da ist noch eine. Vielleicht habe ich auch unten einfach einen übersehen. Guck mal. In die Richtung. Irgendwo habe ich da eine übersehen. Da oben, da hängt noch eine in der Birke. So, und ich bremse lieber ein bisschen runter, dann habe ich etwas mehr Zeit zu zielen. Oh, wir müssen zurück. Okay, die hätten wir damit auch. Meistere den Hindernisparcours. Es geht scheinbar immer noch hier weiter, oder? Ich weiß es nicht, aber wir haben da unten einen. Wir haben in die Richtung haben wir ein Dreieck. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt unten hin müssen oder wo es weitergeht. Vielleicht müssen wir zum See zurück. Ich weiß es nicht. Nee, aber das ist ja noch nicht beim See. Der See ist ja viel weiter weg. Aber doch, guck, hier geht's aber doch weiter. Huch. Ja, ne? Ich müsste vielleicht auch erstmal auf Touren kommen, bevor ich springe. Also das mit dem Springen, das habe ich definitiv noch nicht so ganz raus. Das ist sehr, sehr schwer, da den passenden Punkt zu finden. So, diesmal hat es funktioniert. Ich hab's hinbekommen. Yay! Folge dem Pfad durch die Bäume bis zum Ende. Okay. Warte mal, müssen wir jetzt hier? Nee, sie hat ja gesagt, wir sollen dem Pfad folgen. Das sieht so schön herbstlich aus. Ja, auch vor allem mit dem Heidekraut. Ich liebe ja Heidekraut oder auch Erika, wie es auch heißt. Finde ich ganz, ganz toll. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich liebe ja sowieso Leidelandschaften. Heidelandschaften. Mag ich total gerne. Ich finde das so hübsch. Guck mal, ist das nicht der Ort, wo wir das erste Mal rausgekommen sind? Ja, ne? Erinnerst du dich an diese Stelle, Adi? Ja. Das tue ich. Hier bin ich mit Ostwind aufgewacht.
Es kommt mir vor, als ob das ewig her ist. Seitdem ist wirklich eine Menge passiert. Ihr habt euch beide verändert. Mika, ich danke für alles. Du hast mir geholfen, ich selbst zu werden. Mein wahres Ich zu werden. Und ich danke dir, Ostwind. Ich liebe dich. Na dann, wir haben keine Zeit zu verlieren. Tiere sind sowieso, also ich finde, Tiere helfen einem, wow, okay, das ist ja super weit weg. Ich finde, Tiere helfen einem sowieso unheimlich. Wir könnten ja auch erstmal da unten noch hinreiten. Tiere helfen einem unheimlich, wenn man irgendwie irgendwelche Probleme hat unter stressigen Situationen. Die sind einfach irgendwie, ja, einfach durch ihre bloße Anwesenheit beruhigen sie einen total. Und das ist einfach, das hat in aller Regel normalerweise kein anderes Lebewesen. Selbst ein super guter Freund oder ein Partner, würde ich sagen, hat es nicht, dass das auf diese Weise funktioniert. Auf eine andere Weise, ja. Aber mich konnte noch nie ein Mensch so schnell runterbringen, wenn ich gestresst war oder mich über irgendwas aufgeregt habe, wie es ein Tier kann. Ich bin teilweise, bin ich in den Stall gefahren, als ich noch geritten bin, teilweise auch ungern, weil ich einfach an dem Tag mega Stress hatte und ich mir gesagt habe, hey, wenn ich da jetzt auch noch hinfahre, ich muss ja, es ist ja ein Lebewesen, das ich versorgen muss, aber wie soll ich das dann noch alles schaffen? Und ich war teilweise mega gestresst und ich bin ein Mensch, ich stresse mich in alles rein. Wisst ihr, wenn ich 5 Minuten zu spät loskomme, okay, 5 Minuten vielleicht nicht, aber sagen wir, ich bin, ach, hier ist die Kirche, aber sagen wir, ich bin vielleicht, ja, 20 Minuten später als geplant, dann war ich direkt immer so, oh mein Gott, mein Tag ist kaputt, der ist zerstört, mein ganzer Plan ist im Eimer. Und wenn ich dann im Stall war, ich bin teilweise hier wirklich heulend vor Stress losgefahren, aber wenn ich im Stall war, war ich sofort ganz ruhig, ganz bei mir. Und das kann irgendwie nur ein Tier bei mir. Speziallieferung von Jenny Pichler. War mir ein Vergnügen, sie zu beliefern. Gut, dann hätten wir schon mal eine Sache abgeliefert. Das ist ja das Schöne, das ist jetzt nicht irgendwie weg, wenn ich speichere oder so. Oh, wir müssen da unten runter, da ist die nächste Hauptmission. Wir könnten direkt zur nächsten Hauptmission reiten. Mondsteinsteinbruch. Sind wir bei Sailor Moon? Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Wir könnten aber auch erst noch zur Tankstelle reiten und zum Bahnhof und da die Lieferungen abgeben. Das ist nicht unbedingt näher dran, aber ja, teilweise ist es näher dran. Lass uns das mal noch erst machen. Weil wenn wir die nächste Mission annehmen, dann muss ich halt wieder so viel am Stück machen. Und ich weiß nicht, ob dafür jetzt gerade für mich die Zeit noch reicht, weil für mich geht es gleich wieder zum Sport. Das ist übrigens, das ist momentan so mein tierisches Ventil. Es ist tatsächlich das, was früher sonst beim Reiten des Pferd war, was mich runtergebracht hat und entspannt hat, ist jetzt einfach der Sport. Dadurch, dass ich mich auspowern kann, geht es mir danach viel besser. Allerdings ist es angenehme, dass ich jetzt halt auch mal, wenn ich wirklich absolut keine Zeit habe, dann kann ich halt auch mal sagen, nee, heute ist mal nicht oder heute geht es mir mal nicht so gut. Und ich habe beim Reiten, habe ich mir halt auch immer so ein bisschen den Druck gemacht, dass ich auch nicht absagen wollte, weil ich mir immer gedacht habe, hey, das hat ja einen Grund, weshalb die Besitzerin sich eine Reitbeteiligung sucht. Das liegt einfach daran, dass sie selber nicht kann. Und wenn sie jetzt nicht kann oder wenn ich absage, dann muss sie trotzdem oder das Pferd steht halt einen Tag und das wollte ich immer nicht. Und deswegen habe ich mir da auch mal so einen Kopf gemacht und so einen Stress. Viele fragen mich, warum ich nicht mehr reite und warum ich nicht mehr reiten möchte. Das ist einer der Gründe davon. Das ist einer der Gründe dafür. Das ist einfach für mich persönlich, so sehr ich das Reiten auch liebe, ist es gerade irgendwie angenehmer. Ich will nicht sagen, dass sich das nie wieder ändert, aber ich bin einfach gerade mit der Situation ganz froh, dass ich rein theoretisch sagen kann, okay, ich habe die Möglichkeit schon ab und an mal aufs Pferd zu kommen.
die ist schon da, aber ich habe nicht diese Verpflichtung. Und das ist einfach gerade für mich unheimlich entspannend. So nervlich. So. Dann bringen wir auch hier noch die Lieferung hin. Wahrscheinlich müssen wir dann im Anschluss wieder zu Jenny. Dann haben wir wieder so einen weiten Weg. Und 5 von diesen Werbetafeln müssen wir noch zerschießen. So. Okay, Ari sagt hier jedes Mal das Gleiche. Das heißt, das müssen wir nicht nochmal zig Trilliarden Mal vorlesen. So, und jetzt sind wir relativ schnell da. Das sind jetzt nur noch 800 Meter bis runter zum Bahnhof. Da sind wir ja schnell. Da sind wir ja schnell. Nein, ich habe schon wieder nicht darauf geachtet, dass ich nicht mehr sprinten darf. No! Werde ich es jemals lernen? Das und vieles weiteres in weiteren Folgen. Ostwind. Ah. Aber man ist dann halt irgendwie so drin im Sprint und dann hört man halt auch nicht mehr auf, ne? Dabei ist es ja völlig normal. Wenn man selber rennt, dann hört man ja auch irgendwann auf, weil man nicht mehr kann. Ostwind ist ja keine Maschine. Ostwind ist ja nicht der Gerät. Ostwind ist nicht Wölkchen. Das ist halt einfach, ne? An Wölkchen kommt keiner ran. So, jetzt sind wir gleich da. Dann sind wir auch am Bahnhof angekommen und haben da unsere Lieferung hingebracht. Das ist aber ein ganz kleiner Bahnhof. Das ist ja eigentlich nur so eine Unterstandshütte mit Haltestelle. Aber hey, immerhin kann man hier scheinbar Tickets kaufen. Das finde ich cool, dass jetzt hier die Lieferung auf dem Fensterbrett steht und nicht auf dem Boden. Das finde ich super, dass daran gedacht wurde. Ja, seht ihr? Genau. Die nächste Mission. Dann müssen wir wieder bis da oben hinreiten. Aber wir sind jetzt tatsächlich von beiden Seiten gleich weit entfernt. Und dann würde ich halt wirklich sagen, wir reiten erst zu Jenny, machen jetzt wirklich noch diese Nebenmission, weil alles andere wäre Quatsch, weil da muss ich in der nächsten Folge wieder Ewigkeiten noch bis dahin spielen. Bis zu dem Punkt, bis es dann weitergeht, dann könnte ich das vielleicht so machen, dass ich dann halt im Off schon mal runterreite oder schon mal so ein bisschen in die Nähe reite, dass wir jetzt nicht so viel Zeit mit durch die Gegend reiten verlieren, sondern dass wir wirklich uns dann eher auf die Quest konzentrieren. Was ich jetzt übrigens auch schon ein paar Mal gelesen habe in den Kommentaren, was ich auch absolut nachvollziehen kann, ist, dass viele gesagt haben, hey, mir fehlt so ein bisschen das Pflegen. Mir fehlt das Putzen und das Füttern und das Spielen mit Ostwind, was wir aus dem ersten Teil kennen. Ja, tatsächlich. Ich bin ja immer jemand, dem sowas unheimlich schnell total auf den Senkel geht, wenn man das so unheimlich oft machen muss. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ja, beim Sattelclub war das gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch das Let's Play zum Sattelclub bei mir geschaut hat, aber da war ich einfach super, super genervt davon, dass man nach jeder Aufgabe das Pferd wieder putzen musste, weil es einfach ansonsten zu langsam gewesen ist. Und das ging mir so auf den Senkel, dass das hat einfach für mich den Spielspaß an dem Spiel ziemlich drastisch gemindert, weil es da einfach viel zu oft war. Viel zu oft. Aber hier würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir das auch hin und wieder mal machen müssten, dass wir Ostwind ab und an versorgen müssen, dass wir jetzt... Wir haben ja hier einen Rucksack dabei. Klar, da werden wahrscheinlich dann Pfeile drin sein, weil wir haben ja den Rucksack bekommen, als Ari auch den Bogen bekommen hat. Aber ich finde, man könnte das auch sagen, okay, da ist halt auch noch, was weiß ich, Putzzeug drin. Dass man dann halt Ostwind ab und an mal putzen kann, muss, sollte, möchte, hätte, könnte. Wäre auf jeden Fall cool, finde ich. Aber könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Damals war ja auch Ostwind immer auf der Wiese bei Herrn Kahn. Da sind wir jetzt eigentlich gar nicht wirklich gewesen. Also wir sind ja hier viel, viel mehr draußen unterwegs, weil sich eben Ari eben quasi dauerhaft auf der Flucht befindet. Und das hatten wir, es ist ja eine ganz andere Gegebenheit als im ersten Teil, wo Ostwind ja eigentlich in aller Regel wohlbehütet auf Kaltenbach zu Hause war, beziehungsweise eben auf der Koppel bei Herrn Kahn. Und da hatte man dann natürlich auch eher die Zeit dazu.
So, vielleicht lasse ich, ich lasse gleich einfach, solange ich das Video schon schneide, lasse ich das Spiel einfach mal noch offen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht, ach guck, das sind so diese Landelampen dafür. Die laden aber noch nach. Jetzt haben sie geladen. Das ist bei so einem Flughafen. Da sind ja immer diese Landeteile. Ah, warte mal. Ach nee, da müssten wir ganz nach oben scheinbar für das Lagerfeuer. Ich vermute mal, da ist auch wieder ein Lagerfeuer drauf. Wir reiten jetzt hier einfach durch und dann werde ich da hinten bei dem Lagerfeuer dann gleich mal abwarten und gucken, ob es hell wird, dass wir dann nochmal wieder im Hellen aufnehmen, weil wir nehmen jetzt schon so viele Folgen im Dunkeln auf, beziehungsweise in der Dämmerung. Wir fangen immer an, wenn es noch dämmert und ich höre schon wieder auf, bevor es hell ist und ich glaube, das ist halt gerade so ein bisschen das Problem. So. Da hinten müsste dann doch gleich die Straße sein, wo wir Jenny und ihren Chucky wiederfinden. Mal schauen, ob der Mechaniker ihr helfen konnte. Dass er jetzt wieder fährt. Jetzt sind wir einmal im Kreis geritten quasi. Wir sind diesen ganzen Weg geritten. Grob. Also ein bisschen anders, aber grob passt es zusammen. Oh, Ostwind. Hä, warum bremst Ostwind gerade nicht? Jetzt bremst er. So, gucken wir doch mal, was Jenny jetzt sagt. Wie es aussieht. Du bist wieder da. Vielen, vielen Dank, Ari. Ich habe nur positive Bewertungen für die schnellen Lieferungen gekriegt. Das ist vielleicht der Anfang einer neuen Erfolgsgeschichte. Schön, dass ich helfen konnte, aber wenn Sie wollen, dass das Geschäft weiterläuft, dann sollten Sie ein wenig in Chucky investieren. Das werde ich, keine Sorge, keine Sorge. Nochmal danke für deine Hilfe. Komm vorbei, wann immer du willst. Okay. Sie kann also wieder weiterfahren. Sollte sie das Teil nicht vorher zuklappen, die Theke, naja gut, ist dann halt mal so. So, wir haben jetzt noch die Billboard-Hans und dann geht's das nächste Mal weiter. Ach nee, guck hier haben wir auch noch mal eine Nebenquest. Hier, Nebenmission. Das ist dann vielleicht auch noch mal Jenny. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich reite einfach beim nächsten Mal schon mal bis hier unten in die Stadt. Und den restlichen Weg, weil wir hier unten sind wir ja noch gar nicht gewesen, den reiten wir dann zusammen. Ich denke mal, dass wir hier unten vielleicht auch noch das eine oder andere Board finden. Oder ich reite schon mal bis hierhin. Einfach schon mal so ein bisschen, dass wir es nicht ganz so weit haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und damit macht's gut. Bis dahin mit Ostwind Aris Ankunft. Tschüss!